Es sind ernste Nachrichten. Nicole, 57, versetzte 1982 Musikfans im ganzen Land in Ekstase, denn die damals 17-Jährige sang sich im Eurovision Song Contest mit ein bisschen Frieden in die Herzen zahlreicher Zuschauer und gewann den Wettbewerb als erste Deutsche. Doch jetzt gibt es traurige Neuigkeiten um die Schlagersängerin, die schwer erkrankt sein soll. Demnach sei bei Nicole bereits vor 2 Jahren Brustkrebs entdeckt worden. Gegenüber Bild berichtete Nicole jetzt davon, wie sie von der Krankheit erfuhr. Die Diagnose im Dezember 2020 war ein Schock. Die Zeit blieb stehen. Mein Leben lief in Zeitlupe wie ein Film in mir ab. In ihrer rechten Brust seien damals 2 Tumore entdeckt worden, woraufhin die Sängerin sofort operiert wurde. Die Tumore waren klein, aber aggressiv, schilderte die 57-Jährige die damalige Lage. Der schwerste Schlag sei es gewesen. Als sie ihre Haare verloren habe, erklärte Nicole, mein Leben lang trug ich nur lange Haare und plötzlich hatte ich eine Glatze. Das war hart. Geholfen habe ihr damals vor allem die Unterstützung ihrer Liebsten, meine geliebte Familie ist meine beste Therapie.